Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, so eine tolle Veranstaltung hier zu erleben. Also auch was eure Beiträge und eure Erfahrungen anbetrifft. Insofern, Maria Medisat hat es angesprochen. Wir sind ja dabei, diese Broschüre jetzt auf den Weg zu bringen. Mein Beitrag heute ist also maximal 5 oder 10 Minuten. Insofern könnte man die Frage stellen, ob das überhaupt lohnt, hierher zu kommen. Aber es geht auch darum, hier zu hören, was aus eurem Kreis, aus eurer Erfahrung und eurer Erwartung heraus in eine solche Broschüre auch mit einfließen soll. Und keine Angst, also die wird nicht im Ministerium erstellt. Wir sind schon noch selbstkritisch genug zu wissen, dass wir in aller Regel zu weit weg sind von der Praxis, um so etwas zu erstellen. Ja, also Gregor Polke hat es eben gesagt, wir sind dabei, diesen Schuber zu vervollständigen. Zu vervollständigen insofern, als es darum geht, etwas herauszugeben für die Praxis der Betriebs- und Personalräte. Das Thema, wir haben es jetzt und gestern auch und wahrscheinlich in den nächsten Tagen gehört, es ist zu wichtig und für jeden Einzelnen, genauso wie für den Betrieb, als dass man Betriebs- und Personalräte hier aus der Verantwortung entlassen könnte. Wir brauchen an der Stelle die Kompetenz der Betriebs- und Personalräte, weil man sich dieser Thematik im Betrieb, in der Arbeitswelt von mehreren Seiten nähern muss. Das ist gut, wenn die Führungskräfte und die Beschäftigten eingebunden sind, aber Betriebs- und Personalräte gehören einfach auch mit dazu, auch wenn sie in den Betrieben, wie wir bedauerlich immer wieder feststellen müssen, nur zu einer sehr geringen Zahl überhaupt vertreten sind. Je größer die Unternehmen, desto eher Betriebsräte. Das heißt umgekehrt, in den kleinen und mittleren Unternehmen gibt es allzu selten oder kaum Betriebsräte. Insofern müssen wir auch von der Seite her eben breit an dieses Thema herangehen. Dort muss man sich dann eben an die Mitarbeiter und an die Führungskräfte wenden. Die Auswirkungen auf die Psyche der Kolleginnen und Kollegen sind angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt genauso wie in der Gesellschaft eigentlich unstreitig. Es mangelt an eindeutigen Aussagen zum Zusammenhang von Arbeit und psychischen Erkrankungen. Das heißt, es kann auch nicht eindeutig bestätigt werden, worauf die Zunahme der psychischen Belastungen und Erkrankungen zurückgeht. Da muss es noch Schnittuntersuchungen geben, die aber meines Wissens nach schon laufen. Unbestritten ist, dass wir ein massives Problem haben. Und dieses Problem zeigt sich massiv in den Betrieben, aber auch in den Verwaltungen. Und also betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich sind das immense Kosten, die man also bei nüchterner Betrachtung eigentlich unmittelbar in Handeln umsetzen müsste. Also was wir beispielsweise über die Rehabilitation oder auch über die Kosten der Krankenkassen an Ausgaben, also volkswirtschaftlicher Natur haben, das ist eigentlich nicht mehr vertretbar. Und insofern ist es auch naheliegend, selbstredend, dass die Krankenkassen insbesondere hier aktiv sind, was die Fragen der psychischen Gesundheit betrifft. Und wir brauchen mehr als nur eine medizinische oder berufliche Rehabilitation. Wir müssen, auch das hat Gregor Polke eben herausgestellt, präventiv arbeiten. Das heißt, wir müssen sowohl das Verhalten als auch die Verhältnisse in den Betrieben, gesellschaftlich blenden wir jetzt mal aus, das müssen wir verändern. Oder zumindest mal den Versuch unternehmen, bei uns selbst, genauso wie bei unserem Arbeitsumfeld, anzufangen. Und dazu können Betriebs- und Personalräte viel bewegen. Und insofern, wie eben schon gesagt, sehr naheliegend, dass wir dazu auch einen
Leitfaden herausgeben, der vor allem auf die Handlungs- und Gestaltungsoptionen abzielt, die Sie haben. Wir wissen, wenn auch nicht aus der unmittelbaren Praxis, aber doch aus den Untersuchungen, beispielsweise der Böckler Stiftung, dass Betriebs- und Personalräte eine Reihe von wichtigen Themen jeden Tag bearbeiten müssen und dass die Arbeit anspruchsvoll ist, dass es schwierig ist, teils harte Verhandlungen anstehen, zum Teil geht es auch nur über Arbeitsgerichtsverfahren, gerichtliche Klärung von Streitfällen jedweder Art. Betriebsräte sind also sehr häufig gefordert und es geht auch nicht selten darum, dass es um die nackte Existenz einfach eines Unternehmens geht. Was aber immer wieder, wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, wenn es um Auseinandersetzungen geht, geht es darum, wer die besseren Argumente hat. Fachlich genauso wie rein rechtlich. Und die Daten und Fakten zur Gesundheit, die sind eigentlich so deutlich und so viel Potenzial bieten sie, dass man damit in jeder Diskussion Personalverantwortliche oder Chefs überzeugen kann, wenn man sie denn überzeugen muss, weil es auch eine Reihe von Unternehmensverantwortlichen gibt, die sehr wohl das Problem erkannt haben, aber vielleicht auch noch, wie gesagt, weil andere Themen vielleicht auch prioritär bisher behandelt wurden, noch nicht angegangen sind. Insofern kann es hilfreich sein, wenn Sie von Ihrer Seite aus ja, den ersten Schritt wagen und es wird möglicherweise dankbar aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass man völlig konträr zu diesem Thema steht und sagt, um Gottes Willen, jetzt fangen Sie mich auch mit dem Bim an, wie es ja nicht selten abgetan wird. Dann müsste man natürlich auf rechtliche Grundlagen zurückgehen und seine Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte geltend machen. Diese sind im Betriebsverfassungsgesetz selbstverständlich, in aller Regel etwas weitgehender als bei den Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der Länder vorgesehen. Und zwar, wenn es um das Thema menschengerechte Gestaltung der Arbeit geht, ist eigentlich ein sehr breiter Rechtsrahmen gesetzt. Insbesondere beim Betriebsverfassungsgesetz. Also ich würde, wenn es notwendig ist, auf einzelne Aspekte der Regelungen eingehen, aber ich weiß es nicht, ob das nicht das Tragen von Eulen nach Athen ist. Insofern kann ich es auch abkürzen. Wir werden in dieser Broschüre, um dann nochmal kurz drauf zu kommen, vor allem auf die Gefährdungsbeurteilung auch abstellen, weil sie das Instrument zur Analyse ist in der Frage, ob und welche Gefährdungen vorliegen. Wenn man sich die Zahlen ansieht, wie viele Gefährdungsbeurteilungen in Betrieben durchgeführt werden, ist das erschreckend wenig. Also insofern, ich weiß nicht, wie es hier in diesem Kreis aussieht, aber ich vermute mal, es wird ja nicht wesentlich besser aussehen. Und es gibt auch Gefährdungsbeurteilungen, die eigentlich den Namen nicht verdienen. Sie stehen allenfalls auf dem Papier, aber da ist inhaltlich relativ wenig drin. Und wenn wir über Gefährdungsbeurteilungen reden, dann müssen wir sie auch so verstehen, dass wir die psychischen Belastungen mit einbeziehen. Auch das ist etwas, was kann man mittlerweile auch allzu häufig lesen, also überhaupt nicht in der betrieblichen Praxis Widerschlag gefunden hat. Das wäre wirklich auch ein Appell hier an diesen Kreis. Also ich sehe diesen Kreis der hier Anwesenden etwas anders als die Betriebs- und Personalräte, die heute oder die Tage jetzt hier nicht sein können. Hier ist schon das Interesse da, hier ist die Sensibilität da und hier könnte man sozusagen schon eine Stufe höher ansetzen und sagen, wenn wir eine Gefährdungsbeurteilung haben, dann sollten wir sie jetzt noch anreichern um den Aspekt der psychischen Belastung. Ich gucke mal eben durch, was könnte noch wichtig sein, weil besser ich habe Stress als der ganze Rest. Das könnte ja auch ein bisschen Zeit gewinnen.
Also eine Zahl vielleicht nur mal, um zu sehen, wie das deutlich sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Die Entwicklung der Krankheitstage, die auf psychische Störungen zurückgehen, sind zwischen 1997 und 2010 um sage und schreibe mehr als 80% gestiegen. Das heißt also, wir haben heute oder 2010 über 50 Millionen, also 53 Millionen Krankheitstage, die auf psychische Störungen zurückgehen. Das ist eigentlich eine Zahl, da müsste man alles stehen und liegen lassen und sofort anfangen, die Ursachen anzugehen. Also nicht präventiv, rehabilitativ, sondern präventiv angehen. Insofern glaube ich, Sie haben alle Argumente an der Hand und Sie können auch gemeinsam mit den anderen betrieblichen Akteuren, Arbeitsmediziner, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, selbstverständlich die Beschäftigten und den Arbeitgeber, mit allen, glaube ich, muss in diesem Punkt geredet werden. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so ein paar Zahlen in den Raum wirft, wird das auch schnell in der Notwendigkeit sichtbar. Gut, ich wollte noch einen Hinweis auf die Bauer machen, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bietet schon einiges an. Es ist mitunter etwas schwierig in der Praxis zu handhaben, weil es sehr kleinteilig schon mal ist. Dennoch, man arbeitet zurzeit daran, diese Instrumente oder diese Praxishilfen praxistauglicher zu machen. Gehen Sie einfach immer wieder mal auf die Seite, schauen Sie rein. Alle Welt wartet darauf, dass die Bauer die Dinge entwickelt und online stellt. Ich kann es nicht sagen, wann es wird. Auf ein Urteil wollte ich noch zurückkommen des Bundesarbeitsgerichtes. Das hat in seiner Entscheidung vom 11. Januar 2011 klargestellt, dass Unterweisungen dann nicht ausreichend sind, wenn sie sich in allgemeinen Fragestellungen des Arbeitsschutzes ergehen. Vielmehr verlangt das Arbeitsschutzgesetz in seinen Paragraphen 12 Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich des Beschäftigten ausgerichtet sind. Das heißt also, es muss die konkrete Gefährdung ins Auge genommen werden und auf dieser Basis muss unterrichtet oder unterwiesen werden. Das heißt in der Konsequenz, vor jeder Unterweisung muss eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Das verändert, glaube ich, in der Praxis vieles. Wenn ich mir das sehe, mal ansehe, ich würde mal sagen, 80% aller Betriebe kommen dann ihrer Verpflichtung nicht nach, wenn wir bei 20% Gefährdungsbeurteilung ansetzen. Man kann es auch umgekehrt sagen, dass keiner unterweisen oder unterrichten kann, der die Gefahr noch nicht kennt. Und das ist eigentlich, wenn man so will, zwingend logisch, dass das nochmal durch ein Arbeitsgericht so deutlich hervorgehoben werden musste, was eigentlich schon im Gesetz und auch vom Gesetzgeber so gemeint war. Ist erstaunlich, aber die Praxis hat es offenbar erforderlich gemacht. Wir werden in den Leitfaden auch nochmal, was das betriebliche Eingliederungsmanagement anbetrifft, Stichwort Datenschutz, ein Urteil aufgreifen und es darstellen. Genauso die Fragen, was und wie alles möglich ist, welche Vorteile es bringt, wird in den Feldern betriebliche Gesundheitsförderung dargestellt, betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zum Arbeitsfähigkeitsmanagement. Das Ganze unterlegt mit Auszügen aus Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Checklisten, die dabei sein werden und so weiter. Wichtig ist, dass Sie die Kompetenzen innerbetrieblich genauso wie außerbetrieblich nutzen. Innerbetrieblich kennen Sie die entsprechenden Ansprechpartner. Außerbetrieblich, sage ich mal, war ich jedenfalls überrascht, was die Krankenkassen alles an Unterstützung, an Hilfe, an Information, aber auch an Begleitung anbieten mittlerweile. Das ist erstaunlich und hilft ungemein,
weil man nicht alles selbst erarbeiten muss und nachlesen muss. Gregor Polka hat das ja auch eben schon mal angesprochen. Insofern, man muss nur auf sie zugehen. Die warten. So, also, machen Sie es, packen Sie es an, warten Sie nicht ab. Oder ich habe mir hier noch einen Satz von Karl Valentin notiert. Machen Sie es nicht so wie er. Er hat gesagt, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns schon sehr auf diese Broschüre und wir möchten euch nochmal bitten, da auch selber mit Hand anzulegen. Wir